Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sims 4. Ja, und wir starten heute einfach mal in dem quasi, ich sag mal, Bezirksauswahlbildschirm. Einfach um, um noch hier ein paar Haushalte einziehen zu lassen. Weil ich habe da nämlich. Nee, nicht zum Achso, da müssen wir hierher gehen. Gespielte, ungespielte. Jetzt müssen wir gucken, wo sie sind. Ob die hier schon. Nicht in Welt. Sind die hier denn schon mit drin? Nee. Na hoi. Dann machen wir's. Machen wir es uns ganz einfach. Wir gucken erstmal Mauerblümchenhügel. Ja, wir nehmen uns den Mauerblümchenhügel. Und ich habe schon zwei WGs vorbereitet. Hier sieht man es, die Kuren Debiteo WG und die Luf WG. Die Luf WG erstelle einen Sim übernehmen. Ersetzen. Jawohl. Da haben wir zum einen den Chris D. Graham. Ja, da ist auf Wunsch ist er farbig geworden. Ist natürlich, weil er in der Love WG ist, ein Seelenverwandter. Er ist romantisch, er ist ein Pro. Und er ist ein Vielfraß. Und sieht aus wie der merkwürdige schwarze Onkel von nebenan. Dann haben wir die Henna Einhörn. Die einfach totschick ist, natürlich Seelenromantikerin, gesellig und romantisch, aber noch ein Teenager. Und zu ihr gesellt sich dann noch die Lucia Bieber, welche eine Seelenromantikerin ist, kreativ und romantisch natürlich. Die komplette WG ist romantisch angehaucht. So, wir gucken jetzt einfach mal, ob wir wieder diese geile Pose, wie ich das schon... Ja, das hier. So nach dem Motto. Henna steht da, so nach dem Motto. I'm perfect bitches. Und ja, wir lassen einfach die dreimal mit einziehen. Ins Möblierte, jawoll. Dort wohnt jetzt die Luf-WG. So. Und in die knarrende Hütte. Tun wir noch ein Haushalt erstellen, in Anführungsstrichen. Ich habe das schon vorweggenommen mit dem Haushalt erstellen. So, laden, ersetzen, jawohl. Wir haben da zum einen Asteride Kuchen. Ja, was soll ich dazu sagen? Meine Zauberin Begleiterin aus Diablo 3. Und Kuchen ist natürlich Meisterkoch. Ist ein Genießer, ist tollpatschig, aber ist dafür auch ehrgeizig. Und rennt mit einem lässigen T-Shirt rum, wo eine Katze vom Raumschiff entführt wird. So, als nächstes haben wir die Debbie Taku Kachu. Kuchen ist junger Erwachsener und die anderen zwei sind Teenies. Einfach weil mindestens ein junger Erwachsener in einem Haushalt sein muss. So, die Debbie ist ein musikalisches Genie, Musikliebhaberin und Chaotin. Und ihr Markenzeichen, wie man es schon sieht, sind die verdammt blauen Haare. Was ja aber auch sehr gut steht. Und dann haben wir noch Theo the Doctor, ehemals bekannt als Gurke. Mittlerweile ist es der Dr. Sgari. Ist ein Renaissance-Sim. Er möchte alles wissen. Am besten mit einer TARDIS durch die Welt reisen. Ist selbstsicher und natürlich gesellig. Und ganz im Doktor-Style im Anzug unterwegs, im schwarzen Anzug. So. Und die Kuren Debbie Theo WG, die zieht jetzt auch ein. Einfach, damit unsere Chaotentruppe, möbliert schon. Damit unsere Chaoten-Clique hier, unsere Extreme Buddies, damit die mal ein paar ordentliche Nachbarn hier haben.
Die hier lass mal ausziehen. Geht das? Ausquartieren? Ja, ausziehen lassen. So. Nee, ich will euch nirgendwo. Ach, umziehen wäre das gewesen, okay. Ausquartieren, jawohl. Weg mit euch. Jetzt haben wir schon zwei WGs hier und wie ihr auf jeden Fall seht, hier ziehen auf jeden Fall noch zwei WGs ein. Ein Bett, ein Badezimmer, okay. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist. Wir gehen mal ganz kurz in den Baumodus von den Häusern. Das wird zur Not für die dort lebenden Sims dann eventuell doch mal noch ein paar Betten hinzufügen oder so. Ja, wir haben ja bloß ein Doppelbett und ein Einzelbett und eine Couch. Ja, es wird sich schon vereinbaren lassen, denke ich mal. Ich will wieder. Ja, hier zurück auf die Karte. Da gucken wir noch fix bei dem anderen rein. Und zwar hier in der Love WG Baumodus. Ich werde die anderen WGs alle nicht aktiv hier im LP spielen. Die werden höchstens mal als Besuch mit vorbeikommen oder so. Ja, Maxis, das interessiert mich relativ wenig. Ja, hier haben wir Sofa, wir haben dort Bett, großes, ja, das passt schon. Passt schon. Ansonsten müssen die sich zurechtfinden. Ja, und dort haben wir das wohl geilste Haus überhaupt hier. Ah, und die sind genau bei diesem Zauberbaum dazwischen. So, und jetzt haben wir schon wieder 7 Minuten vergurkt damit, um zwei Haushalte einziehen zu lassen. Und wir kümmern uns jetzt wieder um unsere 5 Chaoten. Eigentlich müsste ich ja mittlerweile Raptus so weit voranschreiten lassen vom Alter, dass der... mach mal Pause. Dass der hier der Älteste ist. Eigentlich. Rein theoretisch. Was ist mit dir los? Du fühlst dich unwohl, weil du Hunger hast. Dir geht's super. Du läufst noch in Nachtwäsche rum. Dir fehlt auch Spaß. Du hast Hunger. Du willst dich waschen. Ach, da wäscht sich schon. Okay. Hier kommt er angelaufen. Was macht er jetzt? In Foren provozieren. Natürlich. Natürlich. Peinlich berührt. Errungenschaft introvertiert. 24 Stunden keinerlei soziale Aktion ausführen lassen. Okay. Schafft man natürlich recht gut. So, du darfst die Dusche mal verbessern. Peter, da hast du was zu tun. Braucht Videospiele. Oh. Spiel spielen. Blickblock. Ja, und du musst leider aufstehen. Du darfst einen Tag verschönern von Raptus. Apo muss unbedingt spielen. Jens, wie geht's dir? Du hast Hunger. Ja, nimm dir was zu essen. Und Peter ist immer noch hier am Dusche auseinandernehmen. Im Bademantel. Wer will nicht so einen Handwerker haben? Versuchen etwas zu hacken. Das kannst du eigentlich. Witze schreiben, programmieren, schreiben, Bestellung, Web. Nee, programmieren. Wie hacken? Einhorn Lama Rettungsfonds. Ja, den hacken wir jetzt. Den Einhorn Lama Rettungsfonds. Mal gucken, ob das klappt. Was ist mit dir los, Jens?
setzt dich einfach mal mit zu den Zwillen hier und du deine Unsicherheit mitteilen. Und wem haben wir denn hier Feines? Nennen sie Landgrab. Und Peter ist fertig mit der Installation des Duschupgrades. Kannst du eigentlich... Du kennst die ja noch nicht, oder? Im Internet surfen? Nee. Peter geht jetzt ins Bett. Jetzt! Ja, hast genug gearbeitet, oder was? Ich würde sagen... Apo, dir geht's super. Du kannst jetzt aufhören zu hacken. Du kannst jetzt mal die Residenz besuchen. Das dürfte die Kuchendeppie TOBG sein. KDT. The Doctor's Residence. Einfach mal zum Hallo sagen. Knarrende Hütte. Klopf mal an der Tür, Apo. Komm rein. So, lustig vorstellen. Vor allem, setz dich einfach dazu, der kennt ihr noch gar nicht. Boah, langweiliges Gespräch. Ich glaube, der mag mich nicht so. Ich. Ja, ist schon besser. Wo feine Küche reden. Feine Küche ist immer gut. Wo sind die anderen? Was macht ihr hier? Ja, wir als Spieler wissen ja natürlich, wer... Oder ich als Spieler und ihr als Zuschauer wissen natürlich, was hier nun wer für Merkmale so grob hat. Aber die Charaktere selbst wissen das ja nicht. Einladen hier abzuhängen. Einfach mal Micha Bescheid sagen. Hier, komm ran, Junge. Wir sind coole People. Micha wird gleich da sein. Vor allem, weil es irgendwie so weit weg ist. Dort kommt er angerannt. Dort kommt er angeflitzt. Du kannst dich ja mal freundlich Debbie vorstellen. Ich will wohl gerade joggen gehen. Ha! So geht's. Yazoo! Bimbus! Sampis Shishubi! Cho Baba! We soob! Wibni Ufa! Yum! Wissum! Ribanina! Kompliment übers Haus machen. Doktor kommt ja auch angelaufen. Und ich glaube, die verstehen sich ganz gut hier. Redet mal noch ein Stück übers Kochen. Ist eigentlich gerade was im Inventar? Ein verdorbenen Orangensaft. Also wir verkaufen einfach mal. Ganz kacke dreist. Spinay? Hooger Beret? Oh, Yabahorn! Bout Daba Boondle! Morbi Vumu. Kenyan! Zerba. Yerbeck? Gafaru? Scuba. Ich glaube, der Doktor ist mittlerweile verschwunden irgendwo hin. Jensiba? Karu? Flurba? Turfna? Tolpachi? Dazio! Da ist er, der Doktor. Erstmal ein Selfie gemacht. Ist klar. Ist klar, Theo. Ist verdammt klar.
Ja, ihr könnt weiter übers Kochen labern. Micha, du kannst mittlerweile dich mal lustig vorstellen. Dann bist du noch freundlich zu Apo. Du bist ein Geheimnis ausplaudern. Mit Theo plaudern. Aus der Entfernung. Ich hab's auf nach Hause gehen gedrückt. Ja. Oh, da umarmen sie sich. Songs up in North, Elke Befute. Rissling Kumbar, Sensibe to Wabe. So. Ja, zwei können wieder nach Hause gehen. So. War nur ein Kurzbesuch zum Kennenlernen. Und so können die. Gut, die haben jetzt. Haben die Theo kennengelernt? Ja, Theo ist hier mit drin. Können die drei mit einladen? Finde ich super. Und so wird wieder unser Grundstück geladen. Sense wird geschliffen. Ja, das passt ja super. Und ja, haben wir mal ganz kurz mit den Nachbarn, mit den neuen Nachbarn geredet. Und die anderen, die werden wir auch noch kennenlernen. Vielleicht diese Folge, vielleicht erst nächste Folge. Mal sehen. Die Bargain-Biegung. So Grundstück so schön heißt. Ach, Jens ist. Was macht denn der? Der provoziert mal wieder. Raptus ist. Was macht Peter? Herr der Schaukeln. Lord of Swings. Der will schon wieder grunzen. Wollen schon alle schon wieder schlafen oder was? Warum machen jetzt alle Nickerchen? Du machst jetzt Kindig. Du gehst vorher noch an den Briefkasten. Kann doch nicht sein hier. Alles aus dem Briefkasten geholt. Aber was war's? Silium. Jetzt haben wir mittlerweile schon vier Stück hier drin. Selten, gewöhnlich, gewöhnlich. So, Apo, jetzt darfst du ein kleines Nickerchen machen, um dich etwas auszuruhen. Da trinkt erstmal Kaffee. Wo bist du? Geschmeidiges Getränk. Ja, und ich würde sagen, der Micha hat mir vorgeschlagen, dass wir ja doch mal, um das Einkommen etwas zu steigern, dem Apo und dem Peter auch einen Job suchen sollten. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Peter, du stehst jetzt einfach mal auf. Ja, Kohle, die brauchen wir ganz dringend. Weil in solchen nackten Wänden ist alles ein bisschen hässlich. Und Peter, du wirst einfach. Ha, du wirst Maler. Oder Geheimagent? Du wirst Geheimagent. 17 Dollar pro Stunde. Nee, Maler verdienst du mehr. Beginnt am Mittwoch um 9 Uhr. Ja, da ist noch 16 Stunden. So. Aus der Nigger schon weitermachen. Und Apo, aufstehen. Ganz kurz aufstehen. Wieder der gleich aus dem Bett springt. Hey. Apo wird natürlich Technik-Guru, ne, als Programmierer oder zukünftiger Programmierer. In 17 Stunden muss ich auf Arbeit sein. Was hat Raptus vor? Gemeinsames Foto machen, los komm.
Das könnt ihr doch mal machen. Ahanji. Ja, schön. Ja, aber du gehst jetzt erstmal hier den Abort verwenden. Dem geht's gut, dem geht's jetzt auch wieder gut. Geht's allen soweit gut. Wie sieht's denn hier aus? Ja, du darfst erstmal aufräumen. Hast sonst nichts zu tun, Jens. Hier liegt schon wieder Programmierenbuch. Ja. Du musst jetzt erstmal Raptus in Ruhe lassen, weil. Ja, bloß du mit Raptus. Weil der andere muss ja auf die Hütte. Nee, du lässt es jetzt mal bleiben. Du räumst mal Kaffeemaschine aus. Boah, Micha, was hast du mit der Toilette gemacht, verdammt? Los, räum auf. Das ist kein Aufräumen, Micha. Du blöder Sack. Was hat er für Fähigkeiten? Nee. Niederträchtig, gemein, ehrgeizig. Reparieren. Der pennt hier schon wieder. Da ist ein Kaffee. Sollen wir den Kaffee hier trinken? Ja, dann kannst du ein bisschen aufräumen. Und du, mein Freund, du darfst jetzt ein bisschen putzen. Und arbeiten. Ach, Jens muss bald auf der Arbeit sein. Ups, nee. Ja, das hast du jetzt davon. Teile plündern. Schnell, schnell. Aufwischen. So ist das hin wollte ich. So. Ach, und Peter kocht erstmal. Was gibt's denn bei dem Feines? Eier und Toast. Und jetzt hat er Dreck gemacht oder was? Am Computer recherchieren nennt man das heutzutage. Aha. So, Abu darf erstmal dampfen, duschen gehen. Und Jens ist jetzt auf Arbeit. Okay, Peter. Okay. Ja, und Raptus wird jetzt zum Zocker. Vielleicht kann er jetzt auf Level 2 Idle-Dew besser spielen als vorher. Man weiß es nicht genau. Ja, und Apu mit seinem schön verpixelten Körper hier. Apu, du darfst eigentlich mal noch ein bisschen programmieren üben. Du müsst da Raptus weg. Dingsen. Aber du darfst. Nee, nicht sitzen. Du sitzt einfach mal noch einen Tag fragen. Er kann außerdem Schulnoten hacken, nur Teenager. Und er kann Viren programmieren. Kokette Herzkekse macht er sich jetzt immer. Jawohl. Spezialrezept zubereiten. Alberne Gummibärchenpfannkuchen. Familiengröße. Mach mal. In diesem Park versucht jeder irgendein Geschäft zu machen. Deshalb befindet sich hinter
Was? In der hinter die Mülltonne geklemmten Papiertüte ist sicher auch keine Butterstühle. Es könnte aber auch Orangina sein. Jens können die Tüte entweder klauen oder liegen lassen. Klau mal die Tüte. Hat ein Hund erhalten. Ah, Jens hat eine Scheißtüte mitgenommen. Peter geht baden. Wie sieht's hier aus? Ach, Dingens ist mittlerweile schon ins Bett gegangen, irgendwo, oder? Seine Energie ein bisschen zu steigern und Raptus. Ja, spielt. Der darf erstmal aufräumen. Vor allem. Was bist du für ein Typ, Peter, wenn du Essen anfängst zu machen und das dann aber lässt? Da hat er gar nicht angefangen zu machen. Na los. Techtelmechtel mit ihm. Selbstsicher, ja, der kompetente Koch kommt wieder raus. Wo ist er denn? Ach, dort ist er. Abo, Zeit für dich. Schlafen zu gehen. Nee, Raptus, du bist jetzt am Arsch. Du darfst das noch wegräumen. Nein, nee, du räumst es immer noch auf. Warum in den Mülleimer und in den der gerade nebenan? Ich sehe gerade, Peter muss dann mal das Radio reparieren oder irgendeiner, der als erstes wach ist. Wir lassen einfach mal die Zeit etwas schneller hier vergehen. Auch wenn das Radio etwas im Eimer ist. Kot, verflixt. Da war ein Haufen im Beutel. Das ist einfach nur eklig. Vielleicht geht's da besser, wenn du das Radio reparieren darfst, Jens. Einfach mal so nebenher. Erreicht Level 2 der Fitness- oder Programmierfähigkeit. Jetzt müssen noch die Teile plündern. Wegwerfen. Aha, und sogar hier. Ja. Jetzt kannst du dann langsam ins Bett gehen eigentlich. Ey, du machst jetzt keinen Kaffee. Ist ne, deine. Hier ist das unbenutzte Bett. Das Pen. Peter hat sich fast in die Hose gemacht, oder was? Der hat noch 3 Stunden bis zur Arbeit, 4 Stunden, 5 Stunden, 2 Tage bis zur Arbeit. Und der kann sogar schon. Der wird sogar schon wieder. Wie heißt aufsteigen, oder? Muss die Leistung erst. Muss inspiriert sein. 2 Tage bis zur Arbeit. 5 Stunden. Inspiriert ist immer am besten. Na, da räumt er erstmal auf. Inspirieren. So. Lange hält das ein. Jawohl, 4 Stunden. Da ist jetzt inspiriert. So, und Apo. Ah, Peter ist jetzt auf Arbeit. Peter ist auf Arbeit. Ah, ne,
aber... Nee, geh mal hier raus. Ab und zu jetzt duschen. Einfach, weil er dann auf Arbeit sein muss. Dann muss er ins Büro sein. Ja, dann verwendet man das Klo. Du gehst jetzt auf Arbeit, Peter. Level 2 der Malereifähigkeit erreichen. Drei verschiedene Kunstwerke bewundern. Oh. Palettenreiniger. So, wie sieht's bei dir aus mit der Karriere? Wie sie alle Hunger haben hier. Mal gucken, ob er das noch fix geschissen bekommt, das zu reparieren, bevor er auf Arbeit sein wird. Nee. Mal fix noch nachdenklich duschen und dann geh auf Arbeit. Raptus hat ja Zeit, dann tut ihr erstmal Teile blundern. Ja, ja, es sind alle zur Arbeit jetzt hier. Nee, du gehst jetzt nicht warten. Du musst dich erstmal mit dem Saustall, Raptus. Oder machst du es daheim auch so? Ja, ja, lach nur. Lach nur. Abo bemerkt, dass der nächste Kunde in der Chatschleife eine ehemalige Flamme von ihm ist. Und die Sache ist damals nicht gut gelaufen. Die anderen Agenten sind beschäftigt. Soll er den Chat starten oder so tun, als hätte er es nichts bemerkt? Ist natürlich ein netter Mann. Zum Blick von Abo war die Beziehung nicht so einprägsam, wie er gedacht hatte. Oder wenigstens erkennt die Flamme seinen Namen oder das Profilbild nicht. Aber erfüllt die Serviceanforderungen dieses Kunden und vermeidet eine unangenehme Konfrontation. Leistungsverbesserung klein. Läuft doch. So, und Jens schläft schon wieder. Der wird jetzt mal Fähigkeiten. Oh ja, der. Der hat erstmal übsten Knast. Gibt's hier noch was zu essen? Ja, ess erstmal das Sandwich hier. Raptus tanzt erstmal. Verrückt lachen. Nee, Jens, du darfst. Was machst du jetzt, Raptus? Ach, Raptus. Online für einen guten Zweck spenden. $10 spenden an Lama International. Weil Lamas toll sind. So, und Jens, du, na, mein kleiner gepunkteter Freund, gehst joggen. Du gehst mal aufwischen hier. So. Gute Reise, Jens. Hoffen wir mal, dass deine Fitnessfähigkeit ordentlich steigt, dass die auf Rang 2 kommt. Sogar inspiriert gerade. Na, sieht gut aus, dass er noch auf Rang 2 kommt. Oder auch nicht. Ja, los, komm, geh an deine Grenzen, Jens. Level 2 der Fitnessfähigkeit. Mit anderen Sims über Trainingstechniken reden. Und somit wird er in 3 Stunden, wenn er auf Arbeit geht, aufsteigen. $168 hat er Peter verdient. Unser kleiner Palettenreiniger. Jawohl, du kannst stolz auf dich sein. Einfach, weil du es kannst, wirst du jetzt
Abendessen servieren. Und zwar Buntborsch aus der Pfanne. Wer ist das denn? Mike Jakob. Der Jakob. Ja, du darfst erstmal nachdenklich duschen gehen. Ist die Dusche verdreckt oder? Oh ja. Apo hat 200 noch was Tacken mit nach Hause gebracht. Und er muss 4 Stunden Videospiele spielen. Aber ja, tut mir leid, Apo, dass es an dir jetzt hängen bleibt. Aber du musst leider die Dingens reinigen. Nee, du blauerst jetzt mal mit Kane, du darfst jetzt nochmal etwas sitzen. Befördert zu Blogger, sie dann wurde befördert und ist jetzt Blogger. Er verdient jetzt $7 mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt $32 pro Stunde ergibt. Also dem folgenden Bonus erhalten: $407, Steinzeitprozessor. Seine nächste Schicht beginnt am Freitag um 11 Uhr. Das klingt doch gut. Buchschreiben Level 2 der Schreibfähigkeit erhalten. Schreiben. Genre Buchschreiben. Ein Kinderbuch. Das macht ein Apo. Verzweifelte Sehnsucht nach Spaß. Ja, ich habe ein bisschen Comedy. Name des Buches. Ja, wir lassen es erstmal so. Hauptsache ist erstmal ein Buch schreiben. Ja, müsste man noch inspiriert dann auf Arbeit gehen. Demnächst. Ja, ruf mal zum Essen. Jens hat jetzt gar keinen Spaß. Und er muss gleich auf Arbeit gehen, deswegen. Wo ist denn Peter? Ach, Peter pennt. Die Nase. Obwohl er aufs Klo muss. Jetzt wird erstmal über Angeln geredet. So, wie sieht es bei dir hier aus mit Buchschreiben, Meister? Ja, du bist voll dran, aber so richtig fertig werden tust du auch nicht. Da hat das Handy geklingelt von Jens. Okay. Jens ist auf Arbeit. Der Boss hat angerufen. Oh mein Gott. Heieiei. Und da. Boah. Abdus, du musst mal ganz kurz aufhören und hier Radio reparieren. Du. Nee, du ist das garantiert nicht mehr. Du räumst es eher weg. Teile plündern. Versuch's nochmal mit der Tüte. Ach scheiße, ist schon wieder eine Scheißtüte gewesen. Peter ist wieder wach. Oh, oh, Narga, Rove.
leerst den Müll aus. Wenn du dann irgendwann fertig bist mit Wischen, mein Guter. Wie jetzt zum Beispiel, kannst du das mal noch wegwerfen. Peter, was geht? Dann geht doch auf die Hütte, Mensch. Unmöglich, dass ihr nie spült. Abu, spülen. Hände waschen. Dass man euch alles sagen muss. Hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in sein Inventar, damit alles jederzeit lesen will. Auf Veröffentlichen klicke einfach auf den Briefkasten. Okay. Hat auf jeden Fall das Buch geschrieben. Ist der einfach auf dem Briefkasten? Auf dem Briefkasten. Platzieren, umbenennen, lesen, wegleben. Sehr unwohl. Warum guckst du Fernsehen, wenn du aufs Klo musst? Manchmal zweifle ich an euch. Sehr. Dem geht's gut, dem geht's super. Na, da hat er noch ein bisschen was. Vorsicht, zeitmäßig. Ja, du dich erstmal wieder voll erfrischen. Dann nimmt er eine schnelle Mahlzeit. Ein Haferbrei. Apu pennt jetzt. Raptus. Nee, Raptus macht das jetzt nicht. Raptus, du hast gut gelernt zur Arbeit gehst und deine täglichen Pflichten erfüllst. Witze schreiben, Musik üben. Du kannst Comedy. Witze schreiben. Oh, da hat er noch einen ordentlichen Schiss in die Dingens gesetzt. Haha. Warum steht da noch drin, lockere Unterhaltung, obwohl Jens noch auf Arbeit ist? Apu ist sehr am Pennen. Aber den werde ich. Jens ist von Arbeit da. Spiel spielen. Sims Forever mit Mods. Ach, Jens muss erst noch. Arbeit. Arbeit, Arbeit. Ja, und du hast schon wieder in Scheiße gegriffen, Jens. Tut mir leid. Also das ist so typisch Let's Player hier. Bloß in Hosen, so ein bisschen am Zocken. Ist konzentriert. Tagesaufgabe, Computer zu 25% erledigt. 50% erledigt. Ja, der macht das schon. Ah ja, jetzt kann er mit anderen Sims über Spielestrategien reden. Wo ist Peter? Warum haben wir hier eigentlich keine Lampe? Wir haben genug Geld, aber haben hier noch keine einzige Lampe. So, wieder zurück. Es geht doch nicht, dass der hier im Dunkeln hockt. Peter, ey. Du Typ, du kannst jetzt schlafen gehen. Ja, und Apo, das Stück. Das ist tatsächlich. Oh, ja. Da kann das ja mit dem Zocken nichts werden, wenn du hier
alles kaputt machst. Sportspaß, ja, los komm, Spiel, Sportspaß. Das heißt ja immerhin hier deine bisschen aufleveln. Ich bin Live-Chat-Berater, ist mir nicht so pralle. Da hat jetzt die ganze Nacht gezockt. Ah, Peter muss in einer Stunde auf Arbeit sein, deswegen wird er jetzt geweckt. Und darf nochmal inspirierend duschen, also nachdenklich. In dem Sinne. Du bist die letzte Stunde, machst du auch noch voll, Apo, und dann hast du das. So. Ja, das kommt halt vom ganzen Zocken. Der pennt und der pennt und Jens ist hier. Ja, liest hier irgend so ein Einhornbuch, ist klar. So, und Apu dürfte gleich auf Arbeit gehen. Ja, erschöpft ist. Ja, Jetzt geht er auf Arbeit. Ah, hier kann ich schon sogar. Ah, okay. Schriftsteller. Apu ist auf Arbeit. Und er muss das gemeine Interaktion nicht begonnen. Ich höre euch was mit Raptus machen. Ich kann ihn auf jeden Fall aufwecken gehen. Als Peter eines Nachts das Museum putzt, bemerkt er, dass auf einem Schild für ein Ausstellungsstück möglicherweise der falsche Künstler angegeben ist. Soll er Bescheid geben und somit unter Beweis stellen, dass er etwas von Kunstgeschichte versteht, oder soll er einfach weiter putzen? Er soll natürlich Bescheid geben. Hat er sich getäuscht? Das Schild war richtig. Sitzt oder nie zum Kassierer im. Oh, Peter. Was Güte ablegen? Andeuten, Mutter sei ein Lama. Ja, das passt doch. Also, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Energie verleihen. Wüten und Toben. Wüten und Toben. Ach, die zwei, die werden sich auch immer wieder. Ah ja, kalt duschen zum Ablegen. Aufgrund seiner neuen Schelmfähigkeit kann Raptus jetzt andere mit dem Handjogger reinlegen und viele andere schelmische Interaktionen ausführen. Raptus wird zum kleinen Schelm. Jetzt kannst du mal noch nachdenklich duschen gehen. Und danach. Achso, was war das? Die schnelle Mahlzeit und zwei Zähne. Ja, Cornflakes. Wo ist. Ah, hier. Hier ist erstmal Pen gegangen, der sagt. Sitzt vorm Radio und da steht da mit Freunden reden. Micha soll mir das Gedanken zu bedenken geben. Du noch ja, meiste Zeit hast, wirst du nebenbei schreiben üben. Raptus ist inspiriert, der wird aber nachher noch mal duschen gehen dürfen. Da muss
man mal Witze schreiben. Sehe ich gerade. Oder Musik üben. Kann ja hier auch. Tanzen, Sonderwechsel. Zuhörer. Nee. So, du hast die Level 2 Schreibfähigkeit. Ich kann jetzt selbst Bücher veröffentlichen. Okay. Ah, okay. Hier, das haben die gemeint mit Klick auf den Briefkasten. Die haben den richtigen Briefkasten gemeint. Da hat noch ein bisschen Zeit. Da hat auch noch Zeit, oder? Da hat Druck. Mit seinem O-Saft in der Hand. Und Jens, Esschips. Die labern erstmal miteinander her. Wenn man einen verrückten Plan vorschlagen, das kannst du bei Jens machen. Oder auch nicht. Doch. Ja, bevor du... Wir hüften hier rum. Komischerweise habe ich hier unsere Freunde alle noch nicht gesehen. Du nimmst mal ein Schaumbad. Du stinkst nämlich mittlerweile, Micha. So, Peter hat 168 Dollar von Arbeit mitgebracht. Und Raptus ist auf Arbeit gegangen. So, Peter, wie sieht's denn heute aus? Du hast super Leistung abgegeben. Malereifähigkeit steigt. Ja, da gucken wir doch mal, ob man eine... Nee, Palette ist das gar nicht. Nach Zimmer. Wunschkind, Geige, Kreativtisch. Aber wie hieß denn das Ding? Hier, Staffelei, natürlich. Eine Staffelei. Oder Staffelei. So, Peter, du darfst jetzt hier mathematisches Diagramm, nee, du darfst klassisches Gebilde, Gemälde, mittelgroßes klassisches Gemälde, darfst du malen. Weil, da erreichst du eine bessere Malerfähigkeit. Sieht an, hat noch ein bisschen Zeit, bis er auf Arbeit sein muss. Malerfähigkeit erworben. Leinwand konstruieren, je höher die Fähigkeit, desto fortschrittlichere Muster kann er malen. Ja, da wollen wir doch mal so über die Schulter gucken, was er so malt. Okay. Beförderte Qualitätssicherung. Edelstahlumat. So, du darfst ja erstmal Teile plündern. Auch wenn du komplett im Eimer bist. So. So, Schaumbad. So, Jens. Erfrischend? Erfrischend. Was ist mit dir los, Peter? Wie sie ja alle irgendwo anders rumhängen und Raptus auf Arbeit ist.
Wo mich einschmeicheln flüssiger. So, bei Promis ein bisschen einschmeicheln, ja, der Gute. So, bist du pennen gegangen? Nee. Nee, du spürst mal nicht das Geschirr, Bruder. Du gehst jetzt mal schlafen. Siehst ein bisschen fertig aus. Abu geht urschlafen. Jens geht auf Arbeit. Obwohl er aufs Klo muss. Okay. Jens ist zur Arbeit. Ja, danke für die Information. Ja, du kannst dich mal bitte bei deinen Bossen einschleiben. So, die sind pennen gegangen und Micha steht vor Apo und beobachtet ihn beim Schlafen. Okay. Auf dem Pott sitzen und nebenbei Kaffee trinken, ist klar. Nee, nee, nee. Du musst ein paar Bücher lesen. Ja, reg dich nur über deinen Müll auf. Warum in unser Regal eigentlich? Hier. Lesen. Und zwar wirst du jetzt die Problemscheine lesen. Raptus hat $240 mit nach Hause gebracht. Du musst jetzt noch mal ein bisschen Witze schreiben. Tut mir leid. Aber muss einfach sein. Erst wenn du die Witze zu 100% fertig hast, darfst du ins Bett gehen. 50%. %75 hast du es doch gleich geschafft, Raptus. Und Bücher ist ja so schön am Rumspringen. Was gibt's denn für nicht? Haferbrei. Einstecken? Nee. Hast du das Buch jetzt hingelegt? Wo zum Teufel habt ihr die ganzen Bücher liegen? Ja, da hat er mal das Ding jetzt geputzt. Nee, nee, nicht trinken, nicht trinken, nicht trinken. Du sollst auf jeden Fall aufräumen. Und Jens ist von Arbeit gekommen und hat tolle Arbeit geleistet. Aber Jens wird sofort ins Bett fallen, weil er einfach komplett im Eimer ist. Peter ist wach. Peter hat Hunger. Er muss in 6 Stunden schon wieder auf Arbeit sein. Ja,
Nee, tut mir leid, du darfst jetzt nicht, du musst unbedingt reparieren. Spaghetti und Erdbeerkuchen, oh geil. Peter, du wirst jetzt nur noch Erdbeerkuchen machen. So. Und ja, haben wir doch ein bisschen was geschafft. Ein bisschen Geld ist mittlerweile auch geflossen. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt mal noch den Kühlschrank reparieren. Schaffe ich auch einfach so ein bisschen drinnen rum greifen und dann passt das schon. Wegwerfen. Die werden alle langsam zu Schelmen hier. So. Mal auf Anhalten gehen. Ja, ich denke mal, das war's für heute. Hier ist schon wieder so eine komische Frau, die Elena. Ja. Micha bekommen wir noch dazu, ein bisschen Bücher zu lesen. Was können wir jetzt eigentlich gleich machen? Der darf noch fix irgendetwas lesen. Einfach, dass er seine Tagesaufgabe erfüllt. Jawohl. Mit sich selbst reden ist nicht gut. Du darfst jetzt ins Bett gehen erstmal kurz, weil du brauchst die Energie für die Arbeit. So, und ich würde sagen, jetzt mit einem Apo auf dem Pott und einem Peter mit Speck-Salat-Tomaten-Sandwich so rum, ja, machen wir erstmal Schluss für heute und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder der Chaos-Clique. Ja, schauen wir einfach mal, was dann in der nächsten Folge passiert. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.